Yo, Habibi. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja, können Sie mich mal wohin fahren? Fahr mal du hin und dann kann ich das Auto wieder nehmen. Ja, okay. Ich muss mich kurz umziehen, ja? Ich habe hier ein Loch im Bauch. Ich habe so das Gefühl, er wird jetzt den Fahrersitz einnehmen und einfach abhauen. Als hätte ich's geahnt, hä? Du hast nicht genug Geld, um das Outfit zu bezahlen. Wie? Ich habe doch extra Geld abgeholt. Ich habe 76.000 Dollar. Warum? Wieso? Warum sagt er mir, ich habe nicht genug Geld? Das ist gelogen. Was ist das für ein Bug? Also nur um das festzuhalten, ja? Ich wollte gerade etwas kaufen, um mein Loch im Bauch zu fixen. Aber es geht nicht, okay? Und ja, das ist Bargeld, was ich dabei habe. Ah, servus. Danke, dass Sie gewartet haben. Später. Oh. Oh, Sir, geht's Ihnen gut? Ja, super, ne? Noch nie besser gewesen. Geflogen bis nach Usbekistan. Ja, sind Sie Rainer Winkler oder? Ja, der echte. Warte, er ist tot. Oh, er ist tot. Oh. Sir, wissen Sie was? Ich trage Sie zum Krankenhaus, ja? Kein Problem. Ich bin ein ordentlicher Bürger. Ich trage die toten Menschen ins Krankenhaus, damit sie nicht auf der Straße versauern, ihre Sachen verlieren und sich an nichts mehr erinnern können. Und er ist weg. Ja, der gute alte Tuner. Och Mensch, hier. Hallo. Was denn? Sind Sie der Mechaniker? Nee, auf gar keinen Fall. Und wo ist denn der Mechaniker? Muss ich hier selber machen. Ja, bei euch beiden Pappnasen hier. Natürlich seid ihr kein Mechaniker. Der will mich vom Bike treten. Sir, ist alles okay bei Ihnen? Wollten Sie mich jetzt auf Krampf vom Na. Bike treten oder was? Nee. Na, eigentlich könnten Sie einfach mal. Gehen Sie raus aus meinem Auto, ist besser für Sie und für Ihre Zukunft. Sie wollten auf mein Bike treten. Nee, gehen Jetzt Sie raus aus sofort meinem raus. Auto, Jetzt sofort. ist besser. Oder ich rufe die Polizei. Zur Polizei können wir gerne fahren, ist Ja. kein Problem. Hey Dennis, zeig dir mal einen Zaubertrick mit einer Wasserpistole. Hey, was soll das heißen? Bleib stehen oder ich knall dich weg, ich schwör's dir. Ich war schon mal auf dem Server, glaube ich. Oh. Ich war definitiv schon mal auf dem Server, okay. Ja, Dennis, du darfst. Ich schwör's dir, steig aus jetzt. Um Himmels Willen, Dennis macht heute nichts mehr. Sind Sie eigentlich behämmert? Ja, ich hab sie gebrannt. Sie sind behämmert. Steigen Sie jetzt aus. Raus aus meinem Kann Auto. bitte einer werden? Was für dein Auto, Digga? Raus aus meinem Auto. Was für dein Auto? Reicht mir hier. Ja, steig aus, Digga. Nö, das ist mein Auto. Ah, genau. Steig mal aus und sperr zu. Ist jetzt mein Auto so. Beim MD, der wartet in der Polizeizone, bis wir. Keine Ahnung. Hallo, ich bedrohe dich mit einer Waffe. Komm mal ein Stückchen zurück. Nee. Mir geht's ganz gut hier. Ich mach hier Wieso Pause. nicht? Hier bist du safe, ne? Geht's Ihrem Kollegen gut? Hat er irgendeinen Hirnschaden oder so? Ja, am besten wärst du, wenn du zu ihm fährst und Nö. bitte zum MD kommen, danke. Ihrem Kollegen geht's wirklich nicht gut, oder? Hallo, was soll das? Was, willst du auch mal langsam aussteigen oder was ist da mit dir? Oha, oh. Oha, so einer also, okay, verstehe. Der will mich aus Ich der hab dich nicht Safe-Zone gehört. tragen. Die tragen mich aus der Safe-Zone, oha. Digga. Eine Frage. Vorhin hat jemand sich im Auto hin und her bewegt. Wie geht das? So Sitze tauschen? Das machen wir mit Y-Muskel. Y? Einfach drücken oder was? Ja, Y. Tja, warten wir mal jetzt, ne? Warten wir mal jetzt. Jo, ich hab ein neues Auto, Jungs. Ist auch viel cooler. Schon wieder du? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Du hast mich aus einem Auto rausgecarried. Wie geht das? Ja, meine Eier kannst du lecken. Ich hab's durchs Fenster gecarried. Durchs Ja, Fenster gecarried, ja? Ja. Nö, kannst mich am Arsch lecken. Steck mal aus, Alter. Nee, dein Kollege hat mich gezwungen. Sorry, bitte nicht wieder carryen, okay? Reicht doch. Los, komm, fahr doch raus, was heißt das? Nein. Hä, ich bin doch eh im Carry drin. Der kann mich doch so eh gar nicht töten. Mein Körper wurde, weil der andere mich gecarried hat, in den Sitz reingedrückt. Ich kann doch theoretisch eh rausfahren, weil ich im Sitz drin hänge. Die können mir gar nicht wehtun. Ich habe zwar ein HP. Jetzt haut er. Ah, Junge, wie der durch die Welt laggt. Oh mein Gott, laggt der Typ. Ah, mein Auto ist gleich kaputt. Ja. Sehr realistisches Gaming auf jeden Fall. Ja, und tschüss. Ja, dann kann ich mir mal ein anderes Auto besorgen. Oh, ich bin nicht gestorben. Ja, das lief wohl nicht so, wie sie sich das erhofft hatten, ne? Digga, wie viele von denen gibt's eigentlich? Ah, ja. Und warum wurde ich jetzt eingefroren? Können Sie mir das erklären?
Jetzt kommt der Anschiss, an dem ich nicht schuld bin. Ah, okay. Warum? Ich wurde aus der Safe Zone durch das Fenster aus dem Auto gecarried. Ich wurde nochmal versucht rauszucarryen und befand mich deswegen in einer Hängeposition im Sitz. Habe zwei von ihnen umgeschossen. Zwei weitere kamen und hätten mich jetzt umgebracht. Ich war ein HP, weil sie mich davor schon versucht haben umzuschießen. Und jetzt kommt der Admin und bringt mich auf einem Hochhaus um. Geil. Würde mich nicht überraschen, wenn einer von denen der Admin war. Krass. Was mache ich jetzt? Gar nichts mehr. Qualitativ sehr hochwertiger Server. Zero V. Oh, es schneit. Weihnachtsstimmung. Jetzt hat sie ihre kleine Höhle da. Belästigt mich nicht weiter beim Spielen und schläft da jetzt. Okay, ja, cool. Ich habe eine Waffe. Bin bereits auf dem Server. Und es schneit. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine dritte. Aua, aua. Jo, sorry. Au. Hast du ein Auto? Können Sie mich bitte mitnehmen, kurz. Brauchen Sie ein Auto? Ja, bitte. Ja, warten Sie, ich fahre kurz zur Garage. Wir haben spontan die dritte Möglichkeit bekommen. Sie können das hier gerne weiter benutzen. Danke, das ist so lieb von Ihnen. Cool, sehr cool. Was ich eben eigentlich sagen wollte ist, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ich laufe zu Fuß zur Garage und gucke, ob ich ein Auto habe zum Ausparken, was ich nicht gehabt hätte. Oder ich wäre zu Fuß direkt zum Würfelpark gelaufen. Aber zum Glück hat dieser Herr uns überfahren. Eine Ewigkeit später. What the? Yo, Kollege, Homie, Homie. Hä? Alles okay? Ich glaube, Sie müssen rechts ranfahren. Also, ich glaube, Sie waren gerade gemeint. Nee, der meint Sie. Der Herr aussteigen. In Toyota, einmal bitte rechts ranfahren, aussteigen und auf die Beifahrerseite. Sehen Sie, der meinte Sie. Nee, steigen Sie jetzt mal einmal bitte aus. Warum? Habe ich was verbrochen? Habe ich was falsch gemacht? Oder? Nee. Allgemeine Verkehrskontrolle. Das ist ja, wie Sie hören, das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Also, wenn Sie jetzt nicht aussteigen, muss ich Ihnen leider helfen beim Aussteigen. Ist das eine Bedrohung? Nee, das ist keine Bedrohung. Das ist eine Andeutung, die ich auch durchziehen werde. Also eine Drohung. Also tue ich Sie noch einmal freundlich beten, auszusteigen oder ich hol sie halt raus. Eine Waffe haben Sie auch. Hallo, was soll das? Ich habe doch nichts getan. Sie haben ich habe auch einen Waffenschein. Den hätte ich Ihnen auch gerne gezeigt. Ja, Sie haben die Waffe gecheckt und auf meinen Kollegen gehalten. Nein, um Gottes Willen. Jo, ist alles cool. Hallo. Kein Problem. Ja, wir müssen Sie aber aus Eigensicherung einmal fesseln. Sie müssen mich nicht fesseln, keine Sorge. Kann ich Ihnen meinen Waffenschein zeigen? Können Sie gleich machen, nachdem wir Sie gesichert haben. Ich zeige Ihnen meinen Waffenschein. Sekunde, ich zeige ihm meinen Waffenschein. Kommen Sie mal ran hier. Aber wir müssen. Was war das denn für eine Waffe? Geben Sie mir den. Soll ich jetzt Ihnen geben oder ihm? Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ich stehe vor Ihnen. Es ist egal. Ja, okay. Geben Sie mir ihn. Alles klar. Moment. Oh Gott, was habe ich dabei? Können Sie mal bitte Ihr Auto öffnen? Ich würde da gerne reinschauen. Das habe ich geliehen. Das ist gar nicht mir. Das hat mir am Flughafen einer gegeben. Ah. Oh, was denn? Ein 30er. Ich bin hochgradig intelligent. Einfach toll. Dann auf zum Tuner, ne? Ich hab VIP Platin. Entschuldigung, Mechaniker. Alfons Bachmann, haben Sie einen Ausweis? Ja. Ich muss mal kurz Auto tauschen, sorry. Geil, was ein guter Tausch. Was ein so unfassbar guter Tausch. Gott, ist das Auto schnell. Yo, Import Power. Warte, ich muss Stimme ändern. Stimmverzerrer ändern. Vorher war ich ein alter Sack, jetzt bin ich ein kleiner Junge. Die suchen immer noch nach mir. Hä? Bruder, warum? Wieso? Ist ein Zivi, aber sein Pech, wenn in die Ding so. Okay, super. Polizeiarbeit. Ist ein Zivi, aber sein Pech. Pass auf, da vorne aufmerksam vom Parkdeck. Ist bestimmt auch ein Zivi gewesen, ne? Ja, wie gesagt, also ich weiß da jetzt auch nicht so genau. Also ich würde jetzt hochholen, aber ich denke mal lieber noch warten ein paar Minuten, ne? Paar Minuten, ja, klar. Ich hab Zeit, Bruder, ich hab Zeit. Irgendwann später. Da stehen zwei Medics und keiner wird uns hochhelfen. Ja, hauen wir ab, ne? Unfassbar. Ich mach dir. Ja. Er ist leider verstorben, oh, Jungs. Super, danke. Danke, dass ich als Passant einfach umgeschossen werde. Halt die Fresse auf, Cisco, Junge. Kein. Aber wenn die Bullen eh nicht da sind, jalla. Ah, super. Bitte die Sirene aus. Danke. Ah, super. Vorm P-Dealer? Okay, ja. Er ist ja jetzt tot. 6,5 Stunden später. Natürlich. Kommen Sie auf meine Scheibe. Ist natürlich ein bisschen kalt. Ne? Bleiben Sie einmal gerade stehen. Ja, bitte. Francisco. Können Sie mir gerade einmal bitte Ihren Personalausweis geben? Warum? Ich bräuchte einmal gerade von Ihnen bitte den Personalausweis. Ich weiß nicht, wieso. Bleiben Sie stehen. Ja, okay. Einmal jetzt umdrehen zu mir. Hier ist doch mein Perso.
Warum? Guckt jetzt, wer sie sind. Also ich werde es heute nicht mehr schaffen, die Sperrzone zu verlassen. Der Server ist zu gut dafür. Ich werde diese Sperrzone nie wieder verlassen können. Einer nach dem anderen kommt und verkackt. Wow. Und er nimmt mich mit. Und warum tun sie das jetzt? Wer sind sie? Guckt jetzt, wer sie sind. Wer sind sie? Wie, wer bin ich? Bitte jetzt einmal durchsuchen, ja? Sie sind in der Sperrzone hier. Ja, weil ich umgeschossen wurde von einem Officer, als ich vorbeigefahren bin. Seitdem genau, liege ich auch hier. Jetzt einmal durchsuchen. Jetzt durchsucht er mich. Jetzt findet er die Waffe. Ja, einmal ihr Personalausweis ziehen. Francisco Winkler, ich hatte sie vorhin bei einer Verkehrskontrolle. Kann überhaupt gar nicht sein. Das kann sein. Doch, ich habe sie sogar vorhin auf die Verhandlungsliste gesetzt. Waren so Francesco Winkler. Echt? Sie haben mich auf die Liste gesetzt und wie haben sie das geschafft, ohne dass sie meinen Ausweis gesehen haben? Da habe ich ihr Ausweis geholt. Ich habe ihnen vorhin sogar noch gesagt, ich werde mir jetzt ihr Ausweis ziehen. Den haben sie nicht einmal gezogen. Na klar. Klar habe ich ihn gezogen. Erwischt? Ja, wenn du meinst, dass du mich erwischt hast. Oder? Ich werde dich jetzt einmal auch durchsuchen. Eine Pistole. Lizenzen hast du auch keine. Das heißt, du hast sogar eine Waffe ohne. Das wird ja schon mal lustig jetzt. Und Kokain hast du auch noch. Wollen Sie sich einen Anwalt hinzuziehen? Moin, wie kann man dir helfen? Moin, hallo. Ich habe ein kleines Problem. Ja, wie sind deine Ideen? Das Problem ist, ich kann in eine laufende Situation, darf ich nicht eingreifen. Das Problem ist, es ist zwar Fehler-P, aber ich kann das erst bearbeiten, wenn die Situation zu Ende ist. Also, wenn die dich eingreifen. Knastet haben. Also warte ich jetzt einfach darauf mit dir, dass er mich einknastet? Nein, nein, wir machen das am besten so. Wenn er dich eingeknastet hat, kommst du noch meinen Support. Und ich kann darauf vertrauen, dass du mir hilfst, oder wie? Ich zieh dich dann hoch, wenn ich dich sehe. Alles klar, ich lass mich jetzt einknasten von denen. Absichtlich, ne? Ja, ja. Ich kümmere dich. Ich kümmere mich dann drum. Alles gut. Okay, dann bis gleich, Klaus. Jo, bis gleich. Ciao. Ciao. 20 Minuten später. Dann gucke ich mal, wie viel das gibt. So, hab das jetzt zusammengerechnet. Ich werde Ihnen jetzt einmal noch Ihre Rechte vorlesen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja. Möchten Sie einen Anwalt sprechen? Nee. Sicher? Ja, sicher. Gut, Sie kriegen 30 Haftanheiten und ein Bußgeld von 31.500. Ich habe aber nur 14.500 Dollar. Das ist nicht mein Problem. Ja, das ist schade. Du hast Kokain dabei gehabt. Warum duzen Sie mich so plötzlich? Naja, vorne auch nicht ganz nett. Und so alt mögen Sie wohl noch nicht sein. Was habe ich gesagt? Warum war ich nicht nett? Also du müsstest 23 sein, wenn du 1990 geboren bist. Warum war ich vorher nicht so nett? Hast du die Rechnung bekommen? Nee, was habe ich denn gesagt, wo ich nicht so nett war? Ob du die Rechnung bekommen hast, war jetzt meine erste Frage. Was habe ich denn gesagt, wo ich nicht so nett war? Das war die erste Frage. Du bist einfach von abgehauen. Und warum werde ich dann so plötzlich auch geduzt, obwohl ich die ganze Zeit mit sie angesprochen werde? Warum kommt auf einmal das Du? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Warte, er steckt mich durch das Gitter. Können Sie sich bewegen einmal bitte? Warum macht er das nicht in der Zelle? Seit wann geht das? Das ist Fehler-P. Sie haben mich durch eine geschlossene Tür hier reingesteckt. Nee. Die Tür, die war geschlossen und Sie haben mich durch die Wand gedrückt und mich dann entfesselt. Ja gut, dass ich Sie durch die Wand gedrückt habe, wissen Sie ganz genau, ist nicht extra noch nicht so. Ist der dumm? Ja, geil. Eingeknastet, würde ich sagen. Inhaftiert. Wie er extra nochmal vorbeiläuft an der Zelle. Ey, ich bin der einzige Mensch im Knast und er läuft nochmal vorbei. Ah, noch einmal, okay. Und noch einmal, okay. Ey, Bruder, was macht der? Warum läuft er fünfmal an der Zelle vorbei? Hat er Angst, dass ich irgendwie abhaue oder so? Ich bräuchte noch einmal bitte Ihr Handy gerade. Wie bitte? Ich habe Ihnen das Handy noch nicht abgenommen, glaube ich. Ich würde Sie einmal gerade nochmal gerne kontrollieren. Er lässt aber auch nicht locker, ne? Der Typ ist so unfassbar. Wenigstens hat er mir mein Brot gelassen, ne? Jo, was geht? Ich bin zwar nicht Klaus, darf ich fragen, was du von Klaus brauchst? Ja, ich möchte mich über einen komischen Beamten beschweren. Okay. Also, warte, pass auf, ich log mich ein. Später. Leon, wo bist du? Kannst du weil wir deine ID finden, mit Ed's Klaus in den Support? Ja. Dankeschön. Ich glaube, das ist er. Moin, bist du der Klaus Bärenfinger? Ja, das ist er. Ja. Und zwar gibt es eine Beschwerde gegen dich. Gerne. Du hast jemanden erkannt, ohne seinen Ausweis zu sehen.
das sagt er schon die ganze Zeit. Es war vorne Verkehrskontrolle. Ich hatte ihm gesagt, dass ich einmal seine Waffenlizenz sehen möchte. Die hat er mir nicht gezeigt. Dann hatte ich ihm vorgewandt, dass ich mir sein Perso ziehen werde. Und das habe ich auch dann getan. Und jetzt sagt er, ich hätte mir ihn nicht gezogen. Ja, du hast dir den Ausweis definitiv nicht gezogen. Wenn du meinst. Nur, dass du noch vorhin vor mir standest und so, ne? Also erstmal nicht abgehauen bist. So, ne? Das ist der Unterschied daran. Und dann kommt noch dazu, dass du ihn auch gar nicht durchsuchen darfst, wenn er nicht voll maskiert ist. Der ist vorne abgehauen. Dann kommt noch dazu, dass du ihn ins Gefängnis gebracht hast durch die Gitter durch? Durch die Gitter durch. Ich bitte dich, ich hab den erst richtig in den Knast gebracht, dann die Türen zugemacht und den dann entfesselt, Bruder. Warte, er steckt mich durch das Gitter. Ja. Marcel, ich glaube, du lügst. Oder was willst du von meinen Eiern? Geh mir nicht auf die Eier, was willst du? Marcel, chill. Warte mal, so redest du hier im Supportnet, okay? Ja, was will der damit meinen? Was juckt denn dann, dass ich aus Koblenz komme? Nein, so redest du im Supportnet. Dann gib mir doch einen Warn, ist mir doch scheißegal. Ich lass mir nicht sagen, hier mit Koblenz und so. Ja, mach doch, Klaus, vom Maniac. Ja, also, da sind halt viele Sachen zusammengekommen und im Gegensatz zu dir habe ich halt einen Clip. Das freut mich. Ja, also wie gesagt, für die Beleidigung und Respektlosigkeit hier gebe ich dir jetzt auf jeden Fall einen Warn. Wenn du mir jetzt dafür eine mündliche Verwarnung gibst, obwohl ich das nicht mal bewusst gemacht habe und ich noch nicht mal was dafür kann, dann ist das einfach nur lächerlich. Auf zu heulen. Ich heule weißt noch nicht mal, Bruder. Das Ding ist... Weil du mal leiser, du bist doch hier hochgegangen wegen Kleinigkeiten. Guck mal, du machst es schon wieder. Mach mal schon wieder, der hat doch gerade gesagt... Beleidigung oder Rumgeschreie dulde ich hier überhaupt nicht. Dafür bekommst du mir, wie gesagt, jetzt auch einen Warn. Mach. Und kommt das nochmal vor, bekommst du wieder einen Warn von mir. Mach, was du willst. Der hat gerade angefangen mit Heul doch leiser, Bruder. Was willst du eigentlich von mir? Marcel, ist doch okay, wenn du ein Fanboy bist und mich erkennst. Der provoziert doch selbst, ne? Ach, komm. Wie gesagt, dann ist das Ding für mich hier jetzt auch beendet. Ja, der kommt wegen Kleinigkeiten hier hoch. Das ist schon lächerlich, ey. Und ich darf auf jeden Fall mir nichts sagen von dem. Deswegen halte ich auch nicht mein Maul. Ja, aber du lässt dir von mir was sagen. Weil wenn ich dir sage, du bist respektvoll im Support, dann hast du das auch zu machen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Spaß, ja? Später. Das wird jetzt richtig, richtig lustig. An alle Leute, die nicht wissen, was ich jetzt sage, das sind Koblenz-Insider, okay? Oh, ein schönes Kovalenzer. Schönes Kovalenzer hier reinlöten. Mh, das schmeckt aber gut, du. Kühles Kovalenzer. Schnupper mal. Ui, glaub, der ist AFK. Entweder ist der AFK oder er will nicht mit mir reden. Er schreibt gerade in seinem Beschwerdeticket, die Sau steht IC vor mir. Ach so. Der hat bestimmt genau denselben Namen auf Instagram. 1000 Euro. Ja, der ist, so wie er sich angehört hat und wie er geredet hat, passt er halt auch zu Koblenz. Also genau so reden die, ja. Ich sag mal, die Ghetto-Koblenzer. Ja. Dieses Kovalenzer-Bier, das schmeckt so gut. Sag mal, Marcel. Du, hast du schon mal Kovalenzer Schengelsche getrunken? Marcel, lass Forum treffen, okay? Lass mal bitte am Forum treffen, okay? Bruder, komm, ich schau dir so aufs Maul, Bruder. Du wünschst dir, du wärst nie hier hingekommen, du Depp, Alter. Forum ist ein Einkaufszentrum, ja? So ein kleines. Moin, Marcel, altes Haus. Was geht ab? Marcel! Was willst du? Ich hätte da so eine Frage, Marcel. Warte. Hier ist schon klar, dass ich nicht Marcel heiße, ne? Ich weiß nicht, Marcel. Ich glaube, dass du Marcel heißt und aus Koblenz kommst. Ja. Das ist dein Heimatland. Du kannst mir aber mal ganz gewaltig eine kauen. Bevor du in Los Santos warst, kamst du da irgendwie aus Koblenz? Mal von dem Depp hier wegfahren, das ist ein Idiot. Ach so. Marcel, lass mal mitfahren. Steig aus, sofort. Marcel. Steigst du jetzt hoch? Du steigst jetzt sofort auf. Das ist aber ein schöner Lambo, Marcel. Ah, Marcel. Steig jetzt aus. Ja, okay, sorry. Muss ja nicht direkt den Taser auf mich wälzen, ne? Du steigst jetzt aus. Ja, alles gut. Chill. Marcel, hast du eine Namensänderung hinter dir oder... Marcel, hallo? Ich geh jetzt von meinem Fahrzeug weg. Wieso? Ich darf doch hier stehen. Das ist eine öffentliche Straße. Nee, du kannst dich jetzt von meinem Fahrzeug weg, Mann. Du hinderst mich in mein Dienstfahrzeug einzusteigen. Das ist eine öffentliche Straße. Jetzt geh von meinem Dienstfahrzeug weg. Nee, ich darf hier stehen. Geh jetzt von meinem Dienstfahrzeug weg. Das ist eine öffentliche Straße. Ich darf hier stehen. Gut, dann werde ich dich jetzt festnehmen. Warum? Der Herr darf hier auf der Straße stehen. Das ist öffentlich, ja, der soll aber von meinem Dienstfahrzeug weg, Alter. Der fuckt mich schon die ganze Zeit ab. Ach, ich sag die ganze Zeit, dass ich hier ein schönes Kovalenzer Bier hab und dem auch eins geben würde. Ja, jetzt halt dein Maul und verpiss dich von meinem Auto, Alter. Was mit dir? Ich glaube, Marcel bettelt in der Fußgängerzone. Ich nenne ihn Marcel, weil er Marcel sein TikTok-Profil verlinkt hat. Deswegen weiß ich, dass er quasi aus derselben Stadt kommt, wo ich herkomme. Und das triggert ihn halt umso mehr. Deswegen ist das so lustig. Ich kann die ganze Zeit so Insider benutzen. Wir haben unser Forum, ja. Ja, es triggert ihn halt. Nee, wo ist er hin? Das ist aber ein schöner Lamborghini. Ist das ihr Lamborghini? Gibt es so Fahrzeuge in Kovalenz überhaupt?
gesagt. Was willst du? Und sprich mich nicht mit Marcel an, das ist nicht mein Name. Eine Frage, wie ist denn dein Name, wenn du nicht Marcel heißt? Was willst du von mir, Alter? Ja, dein Name, wenn du nicht Marcel heißt, ja, wie heißt denn dann? Nicht, Alter. Also ich hab's immer ein bisschen hier auf meinem Mobilfunktelefon gegoogelt. Ist das ihr Fahrzeug? Dieser weiße, hässliche, bayerische Motorenwerke-Schund. Ich glaube, er geht in den Support, weil ich weiß, dass, was er für ein Auto fährt. Ein paar Sekunden später. Hallo. Moin. Marcel aus Koblenz, Bruder, gleich drehe ich ab. Sorry, ich habe mich verschrieben, das wollte ich da gar nicht reinschreiben. Ist es die Person, die dich versucht hier zu verarschen, oder wie? Ja, Bruder, warum schreibst du jetzt Marcel von Koblenz, Alter, was machst du, was ist mit dir? Ja, ich heiße so, ich bin ein First, das ist mein Discord-Account. Also ich bin der Vermutung, dass es OOC-Kollegen sind. Ich bin kein OOC-Kollege von dem, 100% nicht, 1000000% nicht. Sonst würde ich mich doch nicht im Ticket so über so eine Person aufregen, der provoziert. Du machst so Faxen, Bruder, sprich mich IC mit OOC-Namen an, weil du auf mein Profil gegangen bist und gesehen hast, dass mein TikTok-Profil da verlinkt ist. Nee, ich hab geraten. Ja, geraten, ganz komisch, ja, ganz komisch. Und auch zufällig weißt du, dass ich aus Koblenz komme. Ganz komisch, Bruder. Das Einzige, was du hier gerade vorhast, ist, jemanden abzufacken, jemanden im Support zu ficken, Bruder. Aber mehr hast du auch nicht vor hier. Ja, also wo liegt denn jetzt das Problem? So, können wir jetzt unser RP weitermachen, oder? RP, Bruder? Du stehst vor mir, fuckst mich ab, fährst mir hinterher, fragst dauernd Koblenzer. Und ach, Bruder, was willst du? Was für RP, Bruder? Du trollst hier eher gerade. Bruder, warum schreibst du deinen Namen Marcel von Koblenz? Ja, ich bin ein Fürst, ein königlicher Fürst von Koblenz. So, den spiele ich im RP. Bruder, Jesko, also, das ist reinste Provokation, Bruder. Ich kenne diese Person zu 1000000%. Ich schwöre auf meine Mutter, ich kenne die Person Marcel privat nicht. Und es ist jetzt gerade scheiße, weil er sich Marcel nennt. Bruder, der ich komme aus Koblenz. Der spricht mich IC mit Marcel an, mit Koblenz. Bruder, das ist reizende Provokation. Woher kommst du denn? Ich? Ja. Ja, aus Koblenz. Am Arsch. Doch, ich komme wirklich aus Koblenz. Alter. Ey, Bruder, ich weiß, für was ich bereit wäre, für was du nicht bereit bist, Bruder. Ich schicke gerne ein Bild an die Teamleitung von meinem Perso, wo Koblenz draufsteht und du ein. Und bei dir wird 100% kein Koblenz draufstehen. Ich kenne dich nämlich zu 1000000000% nicht, Bruder. Ja, doch, 1000%. Bist du bereit, an die Teamleitung so ein Perso-Bild von dir zu schicken, wo du herkommst? Da steht ja dein. Ja, dann mach das mal. Ich glaube, du kommst aus dem Ghetto. So Neuendorf oder so, bestimmt. Oder Lützel wahrscheinlich. Bruder, ich komme nicht aus Lützel, Bruder. Ich komme auch nicht aus Neuendorf. Ja, ich glaube schon. Meine Nummer endet mit 75 an der Postleitzahl. Ah, Weißenturm? Ja, Bruder, doch nicht mal Weißenturm. Bruder, da habe ich auch gewohnt mal. Ich wohne nicht in Weißenturm. Weißenturm sogar. Ich kenne dich. Ey, da bin ich auf die Grundschule gegangen. Können wir jetzt das einfach beenden und weiter normal RP machen? Boah, Bruder, halt, geh du von mir weg im RP, Alter. Ich kenne dich nicht. Du fuckst mich ab, Bruder. Du tust, hast meinen Namen durch meinen TikTok-Profil und auch weiß dadurch, wo ich wohne. Ist das eigentlich dein hässlicher BMW oder gehört da jemand anderem? Den gehört jemand anderes. Und du bist wahrscheinlich Opel-Fahrer, Bruder. Kommst du in 30 Minuten am Görresplatz und dann klatschen wir uns da? Ja, das Einzige, was du klatschen siehst, ist meine Faust, Bruder. Lass ich im RP oder nicht? Lass doch einfach RP machen. Bruder, was für RP? Du machst doch nicht mal RP. Du fuckst die Leute ab. Ich kenne dich noch nicht mal. Lass doch RP machen. Du gehst doch in Support wegen einer Kleinigkeit. Ich sag jetzt offen und ehrlich, mir ist scheißegal, ob ich gleich einen Bann kriege. Ich gehe gleich offline, weil das hier ist für mich einfach nur reine Zeitverschwendung. Die Zeit, die ich hier gerade verschwende, wo hier jemand trollt, wo ihr es nicht bemerkt, stecke ich lieber in mein Privatleben rein und tu lieber was für meinem Leben jetzt offen und ehrlich, weil mir wird das langsam wirklich so blöd. Ich kenne diese Person nicht. Können wir das einfach auflösen und weiter RP machen jetzt? Eine Ewigkeit später. Hallo, der Herr? Kann ich Sie mitnehmen? Sie sehen aus wie jemand, der ein Auto gebrauchen könnte. Ich nehme Sie gerne mit. Sagen Sie nur was. Gerne nehme ich Sie mit und fahre Sie irgendwo hin. Er ist weg. Ist er gerade disconnected?